worden und wir haben ihn zum Glück heute hier, der Vize-Ersatzpressesprecher der deutschen Pharmaindustrie, Thorsten Sträter. Schönen Dank. Verehrte Damen und Herren, reden wir mal Tacheles. Immer häufiger erschallt der Kanon, die Pharmaindustrie sei nicht daran interessiert, Medikamente gegen Krankheiten wie Ebola zu erfinden. Blödsinn. Wir befinden uns längst im kräftezehrenden Kampf gegen eine der übelsten Seuchen, von denen die Menschheit je heimgesucht wurde, den Wechseljahren. Diese sind so tückisch, so einschränkend in der Lebensqualität, dass wir sie extra erfinden mussten, um was dagegen unternehmen zu können. Jahrhundertelang hieß es ja nur, Erika, was hast du für einen roten Kopf? Aber nun haben wir die Wechseljahre und eine wirksame Therapie, auf das ich nie wieder eine Schwabinger Immobilienmaklerin mit der Hand Luft zufächeln muss. Verdammte Hitzewallung. 50% der Bevölkerung erwischt es. Auf der anderen Seite gibt es dann so Spatenkack wie Ebola. Wozu braucht man da ein Heilmittel? Wer kriegt das denn? Das Ebola-Virus ist wie so eine Mischung aus Arte und Nokia. Sieht man nicht, macht keinen Spaß, hat aber irgendwie auch kaum einer. Natürlich ist es folgerichtig total unwirtschaftlich, gegen das Ebola-Virus ein Medikament zu entwickeln. Ich meine, wenn du Bäcker in Bielefeld bist, fährst ja auch nicht 6 Stunden mit dem Zug nach Augsburg, um dir von einem Fremden eine Tasse Mehl zu leihen. Das rechnet sich nicht. Außerdem gibt es wirksame Präventivmaßnahmen, um das Ebola-Virus gar nicht erst am Hals zu haben. 1. Essen Sie viel ungespritztes Obst. 2. Machen Sie Kniebeugen. 3. Trinken Sie warmes Wasser in kleinen Schlucken. 4. Tun Sie das alles weit weg von Westafrika. Bitte. Oder... Oder machen Sie einfach mit bei unserer Challenge. Wälzen Sie sich in einem Zentner Pellkartoffeln, laden das auf YouTube hoch und vor allem überweisen Sie uns 500 Euro. Bis dahin machen wir weiter mit der Forschung zur Bekämpfung relevanter Krankheiten. Nicht gegen Viren, die von Fledermäusen oder Affen übertragen werden. Was für Affen überhaupt? Haben Sie einen Affen? Ich habe keinen Affen. Was soll ich Ihnen da sagen? Nehmen Sie keinen Schimpansen in den Mund? Und selbst wenn... Ja, ist doch wahr. Und selbst wenn Ebola, bleiben Sie bei sich, selbst wenn Ebola tatsächlich über die Luft übertragen werden sollte, dann atmen Sie eben nicht in Krisengebieten. Falls Sie es jetzt vor der Infektion nicht hinkriegen sollten, danach klappt es todsicher. Also, bitte, egal, ob Ebola-Heilmittel oder Hustensaft mit Dönergeschmack. Wir können nicht einfach die Medikamente entwickeln, die Sie sich so wünschen. Wir müssen tun, was nötig ist. Es gibt noch so viele wichtige Rätsel zu lösen. Warum sterben in öffentlichen Toiletten 99,2% aller Bakterien, wenn man Lieder von Helene Fischer spielt? Was kann man für Menschen tun, die sich das eigene Gesicht abfotografieren oder die Siedler von Catan spielen? 1000 Fragen. Wir forschen. Und ständig kommen neue Krankheitsbilder dazu. Ich meine, wen interessiert Ebola? Auch wir hier in Deutschland haben nämlich unsere Seuchen. Aktuelle Studien zeigen, dass akuter Hirnfraß auf dem Vormarsch ist. 4,95% der Sachsen sind bereits betroffen. Da müssen wir ansetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.